bin Sophia. Auf meinem Kanal findet ihr Videos zu Ernährung, Fitness, Challenges und Vlogs. Und heute habe ich ein neues Rezeptvideo für euch. Und ihr bekommt nicht ein Rezept, sondern direkt vier, nämlich vier Frühstücksrezepte, die zugleich auch noch sehr fitnessgerecht sind. Ich habe einmal Proteinwaffeln für euch, ein mega einfaches Rezept. Perfekt für jeden Tag oder auch am Wochenende, wenn man sich ein bisschen Zeit lassen will beim Frühstücken. Dann habe ich eine leckere Smoothie Bowl für euch, die mega frisch ist und fruchtig. Dann habe ich ein Ingwer-Shot-Rezept für euch. Das heißt, ihr könnt euch selber Ingwer-Shots machen, müsst ihr nicht teuer einkaufen und könnt sie sogar ein bis zwei Wochen im Kühlschrank lagern. Und ich habe noch einen Klassiker dabei, nämlich Avocado Toast. Und ich wünsche euch jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß mit dem Video und los geht's mit dem ersten Rezept. Habe ich ein richtig cooles Proteinwaffelrezept für euch. Das hier sind jetzt 6 kleine Waffeln und die haben insgesamt nur knapp 500 Kalorien und zwar haben sie 49,8 Gramm Kohlenhydrate, 13,3 Gramm Fett und 45,1 Gramm Eiweiß. Also perfekt als Frühstück und weil ich hier nur ein bisschen Obst als Topping genommen habe und Zimt, ist das auch mit dem Topping noch sehr, sehr kalorienarm, Diät geeignet und trotzdem mega lecker. Für die Waffeln brauchen wir 100 Milliliter Pflanzenmilch, Flavor Drops oder Süßstoff, Backpulver. Hier haben wir 60 Gramm Instant Oats, da könnt ihr aber auch Hafermehl oder Reismehl nehmen oder auch Haferflocken selber klein pürieren. Ein Ei und 2 Eiklar und 30 Gramm Proteinpulver. Das Waffelrezept ist total easy. Ihr müsst einfach nur alle Zutaten in eine Schüssel geben und dann mit einem Handmixer gut verrühren, dass keine Klumpen entstehen. Das Proteinpulver könnt ihr natürlich geschmacklich variieren. Ich habe hier den Geschmack weiße Schokolade benutzt und da könnt ihr mit meinem Code SOPHIA10 10% auf alles sparen. Wenn der Teig zu dickflüssig sein sollte, dann könnt ihr auch ein bisschen mehr Pflanzenmilch benutzen. Also das ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe dann mein Waffeleisen genommen und das erstmal gut eingefettet. Das ist so ein Zero-Calorie-Öl oder Trendspray. Und das gibt es auch auf Amazon. Und dann habe ich die Waffeln da reingetan und ausbacken lassen. Jetzt kommen wir zu den Toppings. Da habe ich mich für etwas Zimt, Banane, Blaubeeren und Himbeeren entschieden und noch ein bisschen Zero-Calorie-Schokosoße. Ihr könntet aber auch super gut Mandelmus oder Peanut Butter nehmen, alles was ihr mögt. Ihr müsst dann nur beachten, dass ihr die Kalorien, falls ihr sie zählt, dazu rechnen müsst. Das Coole an den Waffeln ist, dass man sie sich natürlich auch perfekt als Meal Prep vorbereiten kann und dann mitnehmen kann zur Arbeit oder die schmecken richtig lecker. Den Geschmack könnt ihr natürlich noch ein bisschen variieren, wenn ihr dann anderes Proteinpulver benutzt. Als nächstes habe ich den Ingwer-Shot für euch und das ist ein Rezept, was wirklich sehr, sehr gut für den Geldbeutel ist. Ich finde nämlich, dass die gekauften Ingwer-Shots zwar echt lecker sind größtenteils, aber leider auch sehr teuer. Und wenn man den jeden Tag trinken will, dann, boah, dann kommt da schon ganz schön Geld zusammen. Und deswegen machen wir den heute selber. Die Ingwer-Shots sind auch richtig einfach. Dafür brauchen wir einfach nur eine große Knolle frischen Ingwer, einen Apfel und eine Zitrone, außerdem noch 100 Milliliter Wasser. Wir fangen an, den Ingwer erstmal zu schälen. Das ist so ein bisschen aufwendig, weil der ja nicht immer so glatt geformt ist. Aber irgendwann kriegt man es hin. Es dauert vielleicht nur ein bisschen und es lohnt sich. Den Apfel schälen wir dann auch und dann schneiden wir den Apfel sowie den Ingwer in kleine Scheiben. Und das Ganze geben wir dann zusammen mit den 100 Milliliter Wasser in einen Kochtopf, kochen das und lassen das dann etwa für 20 Minuten lang bei geringer Hitze stehen. Ihr könnt das ab und zu ein bisschen umrühren, aber am Ende sollte das alles so ein bisschen aufgeweicht und aufgekocht sein. Der Apfel ist dann wahrscheinlich nicht mehr zu erkennen. Das Ganze püriert ihr dann in einem Mixer. Das kann ein bisschen aufwendig sein, weil sich die Masse immer hochdrückt und dann nicht alles an die Messer kommt. Aber am Ende sollte das so ein Brei sein.
sein. Das ist erstmal ein Mousse, aber wir mischen das dann einfach mit frischem Orangensaft oder auch anderen Säften und dann haben wir unseren perfekten Ingwer-Shot. Also ihr könnt das Püree natürlich auch so essen, aber dann ist es wirklich extrem scharf. Boah, das ist so, als würdet ihr wirklich puren Ingwer essen, aber mit ein bisschen Apfel und ein bisschen Zitrone. Leute, es lohnt sich wirklich, den zu machen, weil die schmecken so lecker, vor allem mit frischem Orangensaft. Oh, der ist echt scharf, aber ist auch mega frisch und lecker. Und ich habe kein Shotglas, deswegen muss ich das immer aus so großen Gläsern trinken. Jetzt machen wir mit der leckeren Smoothie Bowl weiter. Die sieht echt schon richtig gut aus. Ich finde die mega sommerlich und da könnt ihr mit den Toppings natürlich variieren. Die Bowl hat insgesamt, so wie ich sie jetzt gemacht habe, ohne Toppings 214 Kilokalorien, 32,2 Gramm Kohlenhydrate, 1,9 Gramm Fette und 14,8 Gramm Eiweiß. Ihr könnt aber auch noch Whey-Protein dazu tun, dann habt ihr noch ein bisschen mehr Eiweiß da drin und dann sättige ich das auch noch ein bisschen länger. Für die Smoothie Bowl brauchen wir 100 Gramm Tiefkühlhimbeeren, eine Banane, 100 Gramm Magerquark und einen Schuss Mandeldrink oder auch ein beliebiger anderer Pflanzendrink. Und ihr braucht natürlich auch noch Toppings. Ich habe jetzt eine Kiwi, Kokosflocken, Kokoschips und ich werde was von der Banane übrig lassen. Die Smoothie Bowl ist auch super einfach. Dort mischen wir einfach alle Zutaten wieder in einen Mixer und dann pürieren wir das Ganze. Ihr könnt auch ein bisschen variieren, vielleicht noch Obst dazu tun, was ihr gerne mögt. Apfel, Orange, alles ist möglich und dann pürieren wir das Ganze. Diese Masse geben wir dann in unsere Bowl und können das dann dekorieren. Auch hier denkt daran, falls ihr trackt oder Kalorien zählt, müsst ihr das natürlich auch mit einberechnen. Aber ja, es schmeckt auf jeden Fall mega lecker, ist trotzdem kalorienarm und ist sehr frisch und sommerlich. Und zum Schluss haben wir natürlich noch die leckeren Avocado-Toasts. Einmal mit Ei und einmal mit Tomaten und Zwiebeln. Finde ich beides richtig lecker. Die beiden Toasts haben genauso wie sie hier sind 338 Kilokalorien, 31,9 Gramm Kohlenhydrate, 17,8 Gramm Fette und 14,4 Gramm Eiweiß. Wir haben hier die Fette so etwas höher als bei den anderen Gerichten, weil wir natürlich hier die Avocado haben und einmal das Eigelb, was ja auch ein bisschen mehr Fett enthält, aber wir haben hier super viele Nährstoffe in der Avocado, in dem Eigelb und ihr könnt natürlich auch ein bisschen hochwertigeres Toastbrot nehmen. Die schmecken auf jeden Fall auch mega, mega lecker. Für dieses Frühstücksrezept brauchen wir 2 Vollkorntoast, ein Ei, eine halbe Avocado, ein paar Tomaten und eine rote Zwiebel bzw. ein bisschen geschnittene rote Zwiebel. Und wir brauchen ein paar Gewürze. Ich habe jetzt in diesem Fall das Avocado-Topping von Just Spices hier. Ihr könnt aber auch Salz und Pfeffer benutzen. Das Avocado-Topping bekommt ihr mit meinem Code JustSophia_Bu ab einem Bestellwert von 20 Euro kostenlos bei Just Spices dazu. Und ich finde das wirklich richtig lecker. Also es passt nicht nur zu Avocado, sondern auch zu allen möglichen Bowls. Tut einfach so, als würde ich gerade einen Toaster besitzen und mein Toastbrot einfach toasten. Ich hatte keinen und deswegen muss ich das ein bisschen umständlicher machen. Dann schneide ich die Tomaten ganz fein, genauso wie die Zwiebel. Und parallel brate ich noch ein Spiegelei an. Dann nehme ich die Avocado, die muss schon so ein bisschen weicher sein, und matsch die so auf meinen Toast drauf. Dann folgen die Tomaten, Zwiebeln und die Gewürze, in meinem Fall ja das Avocado-Topping. Und dann kommt dann noch das Ei oben drauf. Und schon ist das leckere Avocado-Toast bzw. 2 Avocado-Toasts fertig. Also wenn ihr immer noch zu den Leuten gehört, die keine Avocado probiert haben, dann macht das unbedingt. Sie schmeckt richtig, richtig lecker. Und ja, das war's jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Gebt dem Video gerne einen Daumen hoch und schreibt in die Kommentare, welches Rezept ihr am besten fandet. Und probiert sie natürlich gerne aus. Markiert mich auf Instagram, auf euren Beiträgen, falls ihr das in eurer Story postet. Es würde mich wirklich mega freuen, eure Kreation zu sehen. Und dann würde ich sagen, abonniert gerne meinen Kanal, damit die Community wächst. Und damit alle von uns schöne, coole Rezepte bekommen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss! I'm spinning out of shame. I'm spinning out of shame.